Hallo Freunde und willkommen zu dem allerletzten Video hier aus Phuket. Wir haben immer noch die Bikes, morgen müssen wir sie abgeben und wirklich, ich werde diese unfassbar lauten Tröten sehr vermissen. Zur Feier des Tages dachten wir uns, warum machen wir heute nicht mal ein paar Leute nass mit diesen unglaublich luxuriösen Wasserpistolen. Ich bin todesmotiviert. Sag mal ein paar motivierende Worte. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Bruder, wir sind heute Verbündete. Koop Mission. Was machen wir? Abschluss bestätigt, Hardcore? Nee, ich bin für Herrschaft. Herrschaft? Ja, Herrschaft. This is how we spritz you nass. Do you want refreshment? Da ist eine Mücke, da ist eine Mücke. Da an deinem Bein. Da ist eine Fliege in deinem Auge. Hier die Tauben, die mach ich jetzt nass. Tierquälerei, lass das sein! Junge, die wollten auch eine Abkühlung. Weißt du, wie warm den Jungs ist? Hello? Can I shoot? You can sit, komm! Germany! Okay. I'm from Germany, now you can come. Was macht sie denn da? Weiß ich nicht. Okay. I come with my friend, okay? Okay. Alright. Okay. Junge, die hat mir richtig einen Blick zugeworfen hier. Lass mal hier rechts, 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 rechts. Da waren wir doch schon mal, da waren die Lollipop Girls. Hello, what's up? Today no Chupa Chups, but water gun. Come here. Yes, come here. You want to be my girlfriend? I don't want, but I want to be your wife. My wife? Okay, sit here, we go to Germany. Yes. Jetzt will sie drauf. You and him? Mary. Oh yeah, Mary. Mary. Beautiful kids. One boy, one girl. Big family. One boy, one girl, and two boy and two girls. Two boy, two girls. Big, big family. Big. You want to make big family now? Yeah. Yes. He got a lot of power. German power. Uh-huh. Okay, we go now. Okay. Bye. Darf ich der Trauzeuge sein? Okay, weil du es bist. Boah, Junge, Junge, was macht der? Alter, ich dachte, der fährt dich jetzt um. No joke. What the fuck, ey? Boah, Junge, ey. Zieh dir das mal rein. Was haben die denn hier alles? Das ist der allerkürzeste Akrapovic, den ich jemals gesehen habe. Hello, how are you? Hello. Hello, how are you? Nice to meet you. Have you removed Katalysator? Yeah. It's weg. Weggemacht. It's good. Nice, good job. Because a motorcycle has to be loud, right? Uh-huh. Like, da-da-da-da. Yeah? Yeah? I want him good. Alter, es tut mir im Gehörgang weh. It's a little bit loud. Yeah. Alter. Yeah, yeah, fire, right? Flames. Yeah. Oh. Also anscheinend spuckt das Ding hier Flammen. Hey Freunde, zieht euch das mal bitte rein. Yamaha R1M. Gefühlt ist hier alles Carbon. Die ganze Seitenverkleidung, Tankverkleidung. Ich finde das Teil so wunderschön. Das sieht einfach geil aus. Flames. Boop, 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 boop. Thank you, bro. What's your name? David. 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 No, no, no. Day. Wit. Day. Wit. Wit. Die at the end. Die. Day. Wit. David. David. Sorry. What's your name? What's your name? Tom. Tom. Yeah. Nice to meet you, Tom. I'm David. Kopf und Grab. Also er konnte zwar nicht meinen Namen aussprechen, aber auf jeden Fall super sympathischer Typ mit heftigen Bikes. Ich meine, zieht euch das mal rein. Die BMW S1000 RR hier einfach mit einem Acra. Komplettanlage, Cut rausgeschweißt, neuestes Modell. Brutal schön in Rot. Dann hier noch eine Yamaha MT-09, auch mit Acra. Und hier geht's weiter. Digga, er hat so viele Bikes, das ist doch einfach Paradise. Honda, ist es eine Fireblade? Nee, eine CBR 600 RR. Dann hier eine Yamaha R6, auch mit Acra.
Accra. Ohne Scheiß, das ist das Batmobil. Vor allem in so einem Mattton gefällt mir richtig gut. Wir sind ja in Thailand und in Thailand gibt es ganz viele Kokosnüsse. Demnach kann man diese Kokosnüsse auch trinken und genießen. Das habe ich aber noch nie gemacht und deswegen werden wir das jetzt tun. Wir werden eine frische Kokosnuss trinken. Sie hat einfach ein Hanfblatt hinten auf ihrem Roller drauf. Sie weiß bestimmt, wo es eine Kokosnuss gibt. Sorry? Where can we find fresh coconut water? Coconut. Like to drink. To drink coconut. You don't know? No. Ich glaube, da vorne kommt ein Stand. Coconut-Stand. Oder wir klauen uns einfach eine hier aus dem Pickup. Und sie ist weg. Warte, wo ist sie denn da? Da. Kokosnuss gespottet. Jetzt zieh dir mal bitte diesen Früchtestand hier rein. Sauti Kap. A fresh Kokosnuss. Two. Ich glaube, sie schlägt sie jetzt auf. Boah, guck mal, mit so einem Hackbeil. Bei der Frau musst du aufpassen. So geht das, ja. Kopf und Krab. If it's not good, I can return. No. No. You know, in Germany we call it Garantie or Gewährleistung. Gar kein Bock. You can say it's good or not good. I have no idea. Yeah, I have no idea. What do you think? I have no idea. You can see? Do I look like a coconut expert? Yeah, same, no expert. You look. What is this? You explain to me. It's good or no good? You can see? Wait a second, I try now. Orange. Not really. You think coconut? It's coconut, yes? Oh, yes, coconut. Coconut. Also es schmeckt ein bisschen strange, ne? Wie so vergammeltes Wasser. Ja, genau. Also Taste Experience Kokosnuss eher so eine 3,5 maximal. Ja, war nicht so nice. Zieh dir das rein. Was? Hier kannst du einfach Sprit kaufen. In alten Schnapsflaschen oder was ist es? Komm, David, tu mal was rein. It's good quality? Then we take 2 Schnapsflaschen. Junge, ist das verrückt. Das kann nicht wahr sein. Sang Song? It's really good for motorcycle? Okay. Give me the Samsung. Smells really good. Ist das Hausrezept? So now more power. Das ist die geilste Tankstelle, die ich in meinem Leben gesehen habe. Vor allem, guck mal, die Schrift mit Panzertape oder Isolierband wurde einfach Gasolin geschrieben. Wenn unsere Motorräder gleich in die Luft fliegen, dann weißt du auf jeden Fall, woran das liegt. Ja, ich glaube auch. Guck mal da, hier gebe ich High Five. Ah, fuck, sie geht rechts. Ist egal. Boah, sie ist Russin. High Five! High Five! High Five! Don't let me hang, no! Oh mein Gott, Alter. Das kann nicht wahr sein. Weißt du warum? Weil ich die eigentlich high-fiven wollte. Das war Karma. Wahrscheinlich, Digga. Ja, der kannst du high-five geben. Boah, Alter. Da will ich was anderes high-five geben. Umdrehen ist immer unangenehm. Sorry? Sorry? You speak English? A little bit? No? Okay. Ich kann kein Englisch, du Spast. Bruder, schau dir diese Aussicht an, bitte. Junge, ist das heftig. Oh, da standen welche. Sollen wir denen mal helfen? Es sah so aus, als würden die Hilfe benötigen. You need help? You need help? All good? Everything good? Okay, no accident, everything good. Ah, okay. I was wondering, like, maybe your motorbike is broken or something. No? Okay, Kopf und Grab. Bye-bye. You too. Bye-bye. Also Entwarnung, denen geht's gut, die haben nur ein Foto gemacht. Ich glaube, ich war hier schon mal. Wenn man hier geradeaus, dann links fährt, paar Mal. Ja, was war das? Bist du denn da drüber gefahren? Ja. Du bist da drüber. Hä? Also, nee, oder? Was war denn das? Junge, das war eine Chipspackung von dem Grab-Lieferant. Der wollte die gerade einsammeln. Nein. Ja. I'm so sorry, I didn't see the package. Digga, es tut mir so leid. Ich habe gerade ein richtig schlechtes Gewissen. I'm so sorry, wait one second. Here for you. Yeah, sorry. I'm feeling very bad. Have a nice day. Sie lacht sich kaputt, sie findet das witzig. Maurice, willst du ein paar Chips haben? Gerade nicht so. Maurice, guck dir das mal an. Felgen angefasst, Hände dreckig. Oh nein. Was macht man denn da jetzt? Da gibt's eine Lösung für. Und zwar von Motul. Motul Lut
Atom. Wenn ihr mal unterwegs seid, dreckige Hände habt und euch das auf den Sack geht, dann könnt ihr einfach die magische Paste von Motul nehmen und dann verreiben. Und wie durch magische Hand blättert der Schmutz von euren kleinen Fingern ab. Tada! Blitzeblank. Okay, Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Ich habe einfach noch spontan ein Date geklärt und zwar mit Makabat. Sie kommt aus Kasachstan, wir holen sie jetzt ab und dann gehen wir Pad Ka Pao Gai essen. Das ist eine thailändische Spezialität, absolut geil mit Reis, mit Chicken und spicy, wie ich. Ich bin auch spicy. Gott im Himmel, womit habe ich das verdient? Romantik pur liegt in der Luft. David fährt zu seinem Date mit seiner Straight Pipe Yamaha MT-09. Sheesh. In den Sonnenuntergang fahren wir jetzt, Freunde. Yalla, Bibi. Junge, ist ja direkt ums Eck. Wir sind in 550 Metern schon da. Packen wir mal so richtig assi einfach hier in der Mitte. Hello, my name is David. I'm the friendly German potato. Nice to meet you, Makabat. Oh, ich glaube, da kommt sie. Hello? Like this? Makabat? Makabat, yes. You've been on a big bike before? Yes, but like on the back side. Like the driver? You were the driver? No. The backpack? Yes. Yeah, today you're also the backpack. All right. Do you think you can trust me? Yes. Yes? Let's see. I have a helmet for you. Okay. It's a really special helmet. I hope you like it. It's Ozzy. Uh-huh, okay. Ozzy. You like it? Yeah, sure. Before I give it to you, mm-hmm. You feel this? It's boyfriend material. Oh, that was a good one. Yeah. Yeah, okay, thank you. It looks really nice. Yeah, it is. I speak German a little bit. Tell me. Heute ich habe mit ein Deutschmann treffen. Oh, really good. Yeah. All right, let me get this for you. So just hold tight, and then everything is good. Here? Yeah, yeah. Here, this is for you. So you have like your own rasten. And then you can give me your hands and then just hold like this. Drive too fast, right? No, I will drive careful. I love the sound. You like loud bikes? Yeah? Alright. Okay, Freunde, es läuft echt ganz gut an.